Ho, ho, ho. Willkommen, meine Piraten und Piratinnen. Wir sind hier in der Taverne und wir trinken jetzt noch ein paar Fässer voll rum. Wir trinken nicht nur eine Buddel voll rum. Wir trinken ein paar Fässer zur Feier des Tages. Wir haben hier die Close Beta am Start und die ist aktuell verfügbar für alle Vorbesteller und für Teilnehmer am Insider-Programm. Und ich war bereits in der Alpha, allerdings konnte man in der Alpha nur den Multiplayer spielen. Und wir geben uns doch mal jetzt den Solo-Part. Da kann ich euch nämlich jetzt auch schön noch zutexten dabei. Und das geht im Multiplayer eher weniger, weil da einfach direkter Voice-Chat aktiv ist. Ja, und das natürlich die anderen stören würde. Deswegen geben wir uns erstmal den Multipart. Reden wir mit dem Shopkeeper. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Klamotten, Los Klamottos. Und wunderschön, ein riesen Unterschied zur Alpha. Also, die Alpha ist bei mir jetzt zwar schon eine Weile her, aber ich erinnere mich, dass das bei weitem noch nicht so detailliert aussah. Und bevor wir jetzt mit irgendjemand großartig hier reden und was machen, will ich eigentlich direkt zum Schiff. Wunderschöne Aussicht. Ah. Ich würde sagen, ich bekomme Bock auf Urlaub, aber ich war noch in keinem Urlaub, in dem es genau so aussah. Diese Insel muss ich erst finden. Wir gucken uns mal hier noch kurz ein bisschen die nähere Umgebung, das Meer an das Wasser. Mit dem Knarre. Yes. Ich glaube, wir machen einen kurzen Sprung ins Wasser. Wundervoll. Aber genug geplanscht. Wir gehen jetzt an Deck unseres Schiffes. Switchen nochmal kurz. Sehr schön. Ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Anker gerade runtergelassen. Hier können wir die Segellänge anpassen. Und ja, ich muss alles wieder neu erlernen. Und ich denke, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Segel hissen. Zack. Okay. Wohin reisen wir? Das ist eine Frage, die ich euch so jetzt noch nicht beantworten kann. Wir werden gucken, wohin wir reisen. Und was wir begegnen. Vielleicht fahren wir ein bisschen gemütlicher. So. Wir fahren mal jetzt einfach in diese Richtung. Und wir checken mal ganz kurz die Lage. Wunderschön gemacht. Das ist halt cool, wenn man Multiplayer spielt, dann kann man die Uhr zum anderen ausrichten, beziehungsweise genau, zum anderen ausrichten und sie können dann das Ding ablesen. So, wir checken mal ganz kurz den Control Scheme noch. Also die Steuerung. Genau, Inventory, Pirate Chat, Secondary, Map Radial, ja, das haben wir auch. Inventory Radial. Passt. Aber ich glaube, wir haben überhaupt keine Karte am Start aktuell. Deswegen. Oh, wir können sie nicht laden. Da hinten ist Lonely Isle und da werden wir jetzt auch hinschippern im Osten. Da hinten, glaube ich, sehen wir auch eine Teilinsel.
Jetzt müssen wir mal ganz drehen. Los, Kapitanos. Ein bisschen besser ausrichten. Das passt. So, als hätte ich nie was anderes gemacht. Ja, natürlich. Es geht weit besser, aber man muss auch ein bisschen reinkommen. Und das Schöne ist, wenn man es halt in der Crew spielt, ist es halt richtig geil. Also wenn man es zusammen mit einem ganzen Trupp spielt und sich jeder dann die einfach unterschiedlichen Dinge, Arbeiten, Aufgaben am Schiff kümmern kann, das gibt einem dann richtig das Piratenfeeling. Und jetzt muss ich mich beeilen. Sonst laufen wir auf Grund. Wir laufen auf Grund. Ja, das war echt gut. So. Und hier gehen wir jetzt doch ein bisschen. Bisschen den Fight. Ihr habt ja den falschen Piraten erwischt. Und ja, also falls ihr euch wundert, ihr könnt nicht in eine Third-Person-Sicht wechseln, sondern seid die ganze Zeit in der Ego-Perspektive. Autsch. So. Das war die Rache. Brauchen wir eigentlich nicht. Cannonball. Und noch mehr Planken. Ja, wo kommst du denn her? Ich glaube, der USB spawnt noch eine ganze Weile. Aber da müssen sie früher aufstehen. Früh aus den Gräbern auferstehen. Okay. Aber Long, der Iron hat nicht viel für uns zu bieten. Wir schwimmen wieder zurück ans Schiff. Dass wir Stümperhafte eigentlich auf Grund gesetzt haben. Damit wäre unsere Piratenkarriere, wenn Microsoft da etwas strenger wäre, bereits zu Ende gewesen. Und ja, machen wir einen kurzen Kartencheck. Ich meine, da hinten sehen wir eine Insel. Da hinten sehen wir noch eine größere Insel. Ja, da legen wir direkt los. So, machen wir einen auf Leonardo DiCaprio. Dann gucken wir uns mal um. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wellen stärker werden gerade. Oh, 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 oh. 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 Nein, was ist da los? Mein Schiff ist kaputt. Na super. Was tun, sprach Zeus. Wundervoll. Ich glaube, dass es auf Grund lief, war doch irgendwie keine gute Idee. Aber ich kann keine Beschädigung ausmachen, Captain. Naja. Es war eine angenehme Zeit mit ihr Schiff. Naja. Und so seht ihr auch, wie man auf einer einsamen Insel strandet. Ja, also. Das ist der einzige Grund eigentlich, warum ich das jetzt gemacht habe. Und
Was ist denn das? Jemand in Not? Ein Zombie, der nicht schwimmen kann, oder? Ja, sorry, ich habe auch mein Schiff verloren. Ah, okay, damit können wir zu unserem Schiff zurückkehren. Respawn. Nicht schlecht. Ja, in der Alpha, als ich mit dem Trupp unterwegs war, ist das nicht passiert. Lag, glaube ich, daran, dass auch ich nicht der Captain war. Zu Recht, wie man sieht. So, jetzt neuer Versuch, neues Glück. Vielleicht mal nicht ganz so schnell, dann kann ich nach oben auf den Turm. Die Frage ist natürlich, ob ich noch den Anker lichten muss. Ich glaube schon. Ja. Ich fühle mich dabei ein bisschen wie Conan, wenn ich das mache. Da ist großes Insel. Und großes Stein. Ja, so passt das für mich. Dann klettern wir mal auf den Ausguck. Ah, was für eine wunderbare Aussicht. Ich bin mir zwar noch unschlüssig, ob ich Sea of Thieves holen werde, aber ich sag mal, für die ganzen Schiffsfans da draußen, Piratenfans da draußen, denke ich, ist das definitiv etwas. Und ja, bei mir hängt es eigentlich nur davon ab, wie weit auch das Solo-Spiel dann auch Spaß machen kann und was man dann alles dort tun kann. Vor allem halt auch hinsichtlich dessen, dass ich dann vielleicht doch größere Schiffe bekomme. Vielleicht, dass man NPC-Mannschaft hat. Denn ich habe nichts gegen Menschen. Allerdings spiele ich Spiele auch gerne noch, auch zusätzlich auch Solo. Also ich habe gerne die Option für beides. Und ja, wenn das gegeben ist, wird Sea of Thieves sicherlich auch in meiner Liste landen. Beziehungsweise in meiner Bibliothek landen. Und ja, das werden wir dann sehen, wie es dann zum März aussieht. Ich denke, bis dahin werden dann auch noch weitere Infos kommen, was dann tatsächlich alles im Spiel landet. Und ja, ich glaube, das Bremsen und Co. muss ich noch ein bisschen üben. So, einmal Anker lichten. Ich hoffe, es reißt mir jetzt kein Loch ins Schiff. Es knarzt zwar, aber es könnte halten. So. Das ist ein bisschen größer, das Ding hier. Und hier haben wir ein Loslagerfeuer. Nehmt lustig zu futtern, aber ich bin sehr, sehr froh, dass es kein Survival-Game ist, in dem ich jetzt irgendwie noch essen muss und so weiter. Wie ihr wisst, ist das nicht so mein Ding. Und somit kann man einfach dann in diesem Spiel dann einfach in Ruhe das Meer erkunden, rumschippern und Inseln erkunden und einfach ja, das Piratenleben leben. Ja, und grafisch ist das echt sauberste Arbeit. Also das ist wie aus einem Guss. Wunderbar detailliert, also auch wenn ihr euch mal die Blätter ganz aus der Nähe anguckt. Das ist richtig cool gemacht. Also man meint das geradezu berühren zu können. Da kommt wieder ein Skelettchen. Noch eins. Ja. Na gut.
Friss meinen Säbel. Bananen. Essen wir. Ja. So. Jetzt haben wir die Banane auch eingesteckt. Ja. Ja, Planken. Ich weiß nicht, ob wir Planken noch irgendwie einstecken können. Ich glaube, wir haben das Maximum an Planken dabei, nämlich 5. Wunderschön. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Schiff ist. Aber gut, wir wollen eh die Insel mal umrunden. Vielleicht gibt es auch so etwas wie eine Höhle. Soundtechnisch ist auch wunderbar. Ich höre die Grillen zirpen und die Vöglein an allen Ecken und Enden zwitschern und das in einem wunderbaren Surround-Sound. Bin mir noch nicht sicher, da das jetzt die erste Episode ist, wie viel ihr auch von diesen kleineren Effekten hört, von diesen kleineren Soundeffekten. Aber es könnte natürlich auch sein, dass ihr das gut hört. Oha. Ja, so ein Ruderboot als Beiboot wäre nicht schlecht. Und schaut euch das ja an. Wir halten einen Moment inne. Ah, da ist das Schiffchen. Wunderschön. Ja, und geil. Jetzt bei Nacht segeln. Wir gehen jetzt zurück aufs Schiff. Und checken mal die Karte und gucken, wo wir noch hinsegeln. Ah, wie entspannt. Ich hoffe, hier kommen keine Skelette und zerstören diesen romantischen Moment. Noch mehr Bananen. Wie viel Kanonenkugel kann ich einstecken? Einige. Ah, ein Bild für die Götter. So, erstmal Screenshot gemacht. Wundervoll. Oh, da hinten kommt ein Gewitter. Klasse. Das ist echt der Hammer. Und ja, ich werde mal gucken, dass ich, wenn ich dazu komme, zeitlich dann auch mir Multiplayer-Partien gebe. Und sie dann halt umkommentiert euch hochlade und bereitstelle. Dass ihr dann auch nochmal seht, wie das da dann aussieht. Sanctuary Outpost, das ist gar nicht weit entfernt. Oh, da geht was, schaut mal. Ich habe eine Karte. Also vom Maßstab her, wir haben jetzt ganz rausgezoomt. Zoom mal ganz rein. Ja, das ist... Das ist doch erstmal was. Also das heißt, wir gehen jetzt zu diesem... Ja, ich denke, wir fahren zum Sanctuary Outpost. Oder wir fahren noch weiter weg. Vielleicht erleben wir mal was. Wie üblich geht es hier entspannt dazu. Hidden Spring Keep. Ah, das lockt mich alles an. Ich habe auf die Crescent Isle. Wir werden jetzt erstmal der Sanctuary Outpost an der Rapier Cay vorbei zur Crescent Isle reisen. Die liegt auf B1011. Ist ja, südwestlich von uns. Machen wir. Ja, dann setzen wir mal Segel. Ich werde vielleicht da oben noch die Lampe machen. Da die ist schon wieder an. Wir hatten ja ein kleines Missgeschick mit dem Schiff. Und ja, zuvor hatte ich die Lampe, die Laterne ausgeschaltet. Ziemlich spannendes Thema, das Ausschalten der Laterne. Aber ihr müsst verstehen, ich bin ein einsamer Captain hier auf dem Schiff. Unter einer Aurora Borealis. Ich glaube es nicht. Wie geil ist das denn? Oh,
Und ja, falls irgendjemand da draußen ist, der sich mit Piratengeschichten und Abenteuern rund um die Schifffahrt, aber schon aus der Zeit, sag ich mal, dieses klassischen Bildes der Piraten und so rund um die Schatzinseln und sowas, wer da Literaturtipps für mich hat, der möge bitte sprechen, schreibt mir in die Comments, denn ich habe schon vor vielen Jahren entdeckt, dass ich das auch ziemlich interessant finde eigentlich. Und auch diese Vorstellung an sich für mich einen großen Reiz hat. So auf dem großen, weiten Meer da draußen rumzuschippern, auf diesen alten Schiffen und geheimnisvolle Inseln zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Und habe aber trotzdem damals, bis heute eigentlich, relativ wenig Literatur gelesen, außer sagen wir mal so die klassische halt eben, wie die Schatzinsel. Und ähnliche, aber halt eben nur wirklich sehr, sehr wenig. Oh, das ist ein ziemlich starker Wellengang. Und ich kann es mir nicht nehmen lassen, muss da hoch. Wir segeln ja an den Felsen vorbei, hoffe ich. Ja, das sieht gut aus. Fantastisch. Aber wir segeln genau auf die Insel zu. Captain! Wir müssen abdrehen. Wir segeln auf die Insel zu. Und ich sehe, da sind überall Lichter. Das ist doch ein Örtchen. Da gehen wir runter. Ah, das macht er wenigstens schnell. Sehr schön. Ja, dann auf. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht die Segel ein bisschen hissen. Wollen nicht El Carajo da reinfahren? Oh, da fährt immer noch El Carajo. Ja, jetzt einfach treiben lassen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Übung macht den Captain. Eingeparkt. Ich glaube, wir bleiben auch so stehen. Gleich mal den Anker lichten. Beziehungsweise Anker setzen. So. Also ihr seht, das fachmännische Piratenjargon ist noch nicht bei mir verinnerlicht. Ändert nichts. Ja, alles sehr liebevoll gestaltet. Und ja, der Tag- und Nachtwechsel begeistert mich. Also das ist ja wirklich wundervoll. Wird mal spannend zu sehen, wie das aussieht. Wenn man da mal in ein Gewitter reinkommt. Können wir ja vielleicht unter Umständen mal noch reinfahren. Vielleicht kriegen wir das hin. Wenn das Gewitter uns irgendwie so in Richtung, in der Richtung liegt, in der wir auch so in etwa hinwollen. Genau. Das wäre die Ausgangsbasis. Und ich gucke mal, ob ich was ich eigentlich noch alles so kaufen kann. Da ist keiner da. Hallo, Mr. Shopkeeper. Ah, eine Schaufel. Hurdy-gurdy. Netterweise gewunken. Ja, genau. Du hast ja die Klamotten, ne? Klamotten brauchen wir jetzt nicht. Wir sind Piraten. Wir wechseln jetzt nicht unbedingt so auf die Kleidung. Okay. Das ist Ende dieser Episode. Da haben wir jetzt einfach mal eine kleine Runde gezogen. Und sind wieder im Ausgangspunkt zurückgekehrt. Das da hinten, der rechte Fels sieht ein bisschen aus wie ein Delfin. Aber ja, genug davon. Wir starren so lange in den Sonnenuntergang.
während ich den Satz beende. Wir haben eine kleine Runde gedreht jetzt und uns einfach mal so ein bisschen Sea of Thieves angeguckt, und zwar im Solo-Play. Und ja, es ist aktuell eine Closed Beta. Ich werde jetzt gucken, dass ich in dem Zeitraum nach Möglichkeit eben noch ein bisschen mehr spiele. Wir werden gucken, was wir noch so erkunden können. Und vielleicht schaffe ich es auch noch im Gruppenspiel dann Sea of Thieves für euch aufzunehmen und werde das dann aber unkommentiert dann für euch bereitstellen und ihr könnt euch dann einfach angucken, was wir da so treiben. Ich danke euch fürs Reinschalten, lasst euch gut gehen und entlohnt euch, belohnt euch noch mit einer Buddel voll Rum. Arr.